Also ich habe damals in der Situation, wo ich gesagt habe, es ist Schluss und Anshana zieht aus, habe ich mich als erstes mit Leuten von unserem Hauskreis damals getroffen. Und eben dieser Hauskreis und meine Beziehung zu Gott und mein Glaube haben mich da einfach aufrechterhalten. Ich habe zu Gott gesagt, wir haben uns diesen Bund gegeben, aber ich komme nicht mehr weiter. Für mich ist die Sache jetzt im Moment erledigt. Und wenn sich da noch was verändern soll, dann muss ich irgendwas radikal ändern. Und dann musst du eingreifen. Ich habe da jetzt keine Möglichkeiten mehr, da irgendwas zu bewegen oder irgendwas zu verändern. Hallo und herzlich willkommen bei BibelTV, das Gespräch. Fremdgehen ist in einer Ehe vermutlich für viele Paare ein sehr ernstes und nicht seltenes Thema. Für die einen ist schon nach dem ersten Mal Schluss. Andere ertragen die Seitensprünge des anderen irgendwie. Dass sich aber ein Paar nach vielen Krisen dieser Art noch einmal zusammenfindet und dann stabil beieinander bleibt, dürfte eher selten sein. Unseren heutigen Gästen ist es gelungen. Herzlich willkommen bei uns im Studio, Anshana und Andy Schnarr. Ich nehme an, dass Sie beide auch unter den gleichen Bedingungen wie fast alle Leute so eine Ehe begonnen haben, indem Sie gesagt haben, also bis dass der Tod uns scheidet, wir bleiben zusammen und nur du und nur du, wir füreinander. Oder sehe ich das falsch? Nein. Das ist richtig. Ja. Und wenn Sie dann für sich im Hinterkopf schauen, damals am Tag bei dem ersten Eheversprechen, war das dann auch tatsächlich so? Oder ich stelle mir manchmal vor, man macht ja Versprechen und nimmt die eigentlich schon ernst. Aber im Hinterkopf denkt man, oh, so eine kleine Hintertür, wer weiß, die lasse ich mir schon noch offen. Darf ich fragen, wie das bei Ihnen war? Also wir haben ja sehr jung geheiratet, mit 20, direkt nach der Schule. Und wir sind christlich aufgewachsen, von daher war für uns klar, die Ehe ist was Heiliges. Und wenn wir heiraten, dann wirklich für immer. Also bis dass der Tod uns scheidet, das war uns sehr bewusst. Und also mir jedenfalls, ich glaube schon uns beiden. Und da gab es keine Hintertür im Kopf oder sowas. Also das war ganz klar, so die Ehe, das ist ein Bund fürs Leben. Und den sind wir bereit einzugehen, das wollen wir so. Nun war die Rollenverteilung ja insofern klar, als dass es bei Ihnen dann relativ schnell dazu kam, dass es eben dann doch nicht eingehalten wurde. Können Sie sich noch erinnern, was da in Ihrem Kopf lief? Wahrscheinlich ist erstmal die Faszination von einem anderen Mann gewesen, irgendwie so. Aber spielte da auch gleich die Rolle, Moment, jetzt betrüge ich ja eigentlich den Mann, mit dem ich verheiratet bin? Oder hat sich das so eingeschlichen? Also es waren ja unterschiedliche Situationen. Und eigentlich die ersten auch immer nur sehr kurz und punktuell. Und mein Mann hat in meinen Gedanken damals so gar keine Rolle gespielt. Also das war so in dem Moment und ich und meine Bedürfnisse beziehungsweise mein Mangel an allem Möglichen, so mein Herzenszustand, mein eigener. Und in dem Moment einfach nur dieses, ich will befriedigt kriegen, was ich denke, was mir fehlt und was ich da mit meinem Mann antue oder wie das und die Beziehung zwischen uns auch belastet oder was das für Konsequenzen hat, das war in dem Moment völlig ausgeblendet. Also da habe ich überhaupt keinen Gedanken dran verschwendet, das war völlig weg. Ich war da wirklich nur in diesem Moment, jetzt gilt es irgendwie, da ist ein Mann, der findet mich toll, ich habe das Bedürfnis, geliebt zu werden. Ich lasse mich jetzt darauf ein, weil für den Moment ist es das, was ich das Gefühl habe, das tut mir gerade gut. Und so haben Sie erst recht nicht gedacht, von dem Andi, weiß ich nicht, ob das Richtige ist, da werde ich mich auch wieder von trennen, sondern das war für Sie nur eine Affäre, die Ehe war das andere und die hat Bestand für Sie. Das war immer klar. Ich wusste, ich liebe ihn und ich habe das damals auch wirklich selber nie verstanden, warum ich, wenn ich doch verheiratet bin, eigentlich glücklich verheiratet bin, warum es dazu kommen kann, dass ich fremdgehe, wo ich doch einen Mann zu Hause habe, der mich liebt, dass der wirklich ein guter Mann ist, der nicht irgendwie großartige Fehler oder macht oder fürchterliche Schwächen hat, die mich jetzt so belasten, sondern ganz im Gegenteil eigentlich. Wir haben eine gute Ehe geführt, wir hatten eine gute Beziehung von Anfang an und trotzdem ist es dazu gekommen, dass ich fremdgegangen bin. Gut, es gibt ja heute moderne Beziehungen, wo die Leute von vornherein beide sagen, also das werden wir ein Leben lang nicht durchhalten und das ist eine offene Beziehung, wir machen das jetzt beide so, wo die sich sagen, wir lieben uns und das wird weiter bestehen, aber wir machen eben ein paar Seitengeschäfte. Das war allerdings bei Ihnen nicht so. Auf die Idee wären Sie nie gekommen. Nee. Und Sie haben auch wahrscheinlich, Sie hatten auch nicht das gleiche Bedürfnis wie Ihre Frau. Nö. Also, nee, also ich hatte meine Frau geliebt, oder liebe meine Frau, und war ja gar keine, war für mich jetzt keine Option. Und war auch nicht in den Gedanken drin, oder zu sagen, wenn sie sowas macht, kann ich sowas auch machen. Das war einfach,
kein Quid pro Quo. Also das hätte eigentlich eine Zeit lang so weiterlaufen können, wenn, wie es dann halt immer so ist, es doch nicht irgendwie rausgekommen wäre. Ne? Ja. Können Sie sich noch erinnern? Also ich weiß es gar nicht. Wie ist es denn überhaupt rausgekommen? Ach, das war einerseits, glaube ich, durch das Verhalten und durch irgendwelche Nachrichten, die man damals entdeckt hat auf dem Handy des anderen. Ja. Genau. Also, Sie haben Nachrichten auf dem Handy? Genau, ich habe auf dem Handy auf Nachrichten, weil sie immer sehr teilweise abwesend war und sehr fokussiert auf ihr Handy war. Und Sie misstrauisch geworden? Dann misstrauisch geworden, genau. Mhm. Und dann. Mhm. Und wenn das so einmal passiert, gut, also war für Sie gleich, ist eine Welt zusammengebrochen oder haben Sie gedacht, naja gut, naja, einmal passiert und jetzt schauen wir mal. Also einmal passiert, schauen wir mal, war es definitiv nicht. Also ich meine, es ist schon natürlich ein harter Schlag, ne? Also wenn man davon ausgeht, man hat dieses Eheversprechen gegeben und man bleibt sich treu. Und dann zu merken, es ist, war jetzt nicht so. Ja? Also das war dann schon hart für einen, das auch so mitzunehmen. Und es war dann natürlich auch eine schwierige Situation, auch zu Hause, damit dann umzugehen. Und, wir müssen das ja gar nicht alles im Detail besprechen. Ja. Das ist jedenfalls einige Male passiert. Ich weiß nicht, von welchem Zeitraum sprechen wir da eigentlich? Das waren 4 Jahre, glaube ich. Über vier Jahre. Mhm. Und dadurch, dass Sie nach dem ersten Mal vermutlich schon ein bisschen misstrauisch geworden sind, hatten Sie die Ohren immer spitzer dann, nehme ich an, im Laufe der Zeit und waren schneller dabei, Signale zu erkennen, oder? Ja, genau, also das auch schon. Ja. Man war natürlich, man wusste ja gewisse Anzeichen dann wieder zu lesen oder zu sehen. Dadurch war man dann natürlich aufmerksamer und dann hat man das natürlich auch wieder gemerkt, ja. Wie war das für Sie? Sie haben ja dann natürlich mitbekommen, dass Sie Ihren Mann verletzt hatten. Und dann beim zweiten, dritten oder was auch immer, wie vielten Male. Haben Sie sich so eine Hornhaut dann angelegt, so nach dem Motto, naja gut, also ich weiß, das könnte dem jetzt wieder wehtun, aber vielleicht merkt er es ja auch dieses Mal nicht, ich mache das und danach ist wieder alles gut? Oder wie war das so? Also, wie gesagt, ne, habe ich tatsächlich in dem Moment, wo es dann dazu gekommen ist, dass ich wieder fremdgegangen bin, überhaupt nicht an meinen Mann gedacht. Und es war für mich auch jedes Mal wieder wirklich ein Schock, dass ich gedacht habe, wie kann das sein, dass ich das immer wieder mache? Wie kann das sein? Das habe ich mir nicht gewünscht, das habe ich mir nicht rausgesucht, das war nicht mein Lebenskonzept. Ja, es ist ja möglich, dann passiert es halt mal. Sondern es war so ganz klar, das ist was ich nicht möchte. Ich möchte eine Ehe führen, in der wir uns treu sind, in der wir uns lieben, in der wir uns vertrauen. Und ich habe ja das Vertrauen komplett zerstört, jedes Mal aufs Neue. Und das war nicht das, was ich eigentlich wollte. Und ich habe einmal nach einem Fremdgehen habe ich von ihm einen Brief gefunden, wo er einfach aufgeschrieben hat, wie es ihm gerade ging und wie sehr es ihm das Herz gebrochen hat. Und da habe ich das erste Mal eigentlich realisiert, was ich ihm angetan habe. Ich habe das vorher überhaupt nicht begriffen. Ich war so mit mir selber beschäftigt und so egozentrisch, auch selbstsüchtig. Ich habe überhaupt nicht überlegt, was eigentlich das mit ihm macht, mein Verhalten, dass es Auswirkungen wirklich auf ihn hat, dass ich sein Herz breche. Das war mir in dem Moment überhaupt nicht bewusst. Wenn man das so hört und Sie dann auch geschrieben haben, das zerbricht mir eigentlich das Herz, ist natürlich die Frage sehr naheliegend. Wieso haben Sie sich das nochmal angetan? Irgendwann kann man doch mal sagen, also mir reicht's. Offenbar geht es nicht, du schaffst es nicht und ich ertrage das nicht mehr, weil das zerbricht mein Herz. Ja. Dann trenne ich mich lieber und fange wieder neu an. Wieso nicht? Ich habe ja durch unseren Glauben immer wieder auch meinen Rückhalt bei Gott gesucht in solchen Momenten, wenn es so schwer war. Und habe da auch in dem Sinne erstmal Trost gefunden. Und es war immer so, dass wir die Male zwischendrin, der Abstand gar nicht so lang war. Also es waren ja keine langen Geschichten. Und wir dann wieder die Kurve gekriegt haben, sage ich mal. Und damit dieser Zustand dann wieder von der Situation dort distanziert hat und sich eher wieder uns zugewandt hat, unserer Ehe. Und ich natürlich unserer Ehe in dem Moment dann auch wieder die Chance geben wollte, dort weiterzugehen. Dass ich Sie gerade richtig verstehe, Gott hat sich Ihnen wieder zugewandt? Oder wie nein, Sie. Sie, sie hat sich wieder zugewandt. Okay. Entschuldigung. Also zwischendrin war es immer wieder schön. Ja, genau. So. Also wir haben uns quasi okay. Wir haben uns wieder zusammengerauft okay. Und es war auch wieder schön. Ja. Und man hat gemerkt, man kommt wieder einander näher. Ja, diese Liebe ist immer noch da und man will diese Ehe ja auch fortführen. Aber trotzdem war das so eine Achterbahnphase. Das sind die Momente, also die langen Phasen waren, da wo es nur so schön gerade hochgeht langsam. Ja, und dann kommt da wieder der große Absturz. Irgendwann hast du es doch am Magen, oder nicht?
Ja, das war ja dann beim allerletzten Mal, war es ja dann definitiv dann dieser harte Cut, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt, das war's dann. Den hat es gegeben. Den hat es gegeben, ja. Also sie ist dann ja auch ausgezogen. Genau, und da war ja dann definitiv der harte Cut auch für mich, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt ist auch für mich Schluss. Jetzt ist vorbei. Ich habe mich dann wirklich gesagt, okay, also sie zieht aus. Das war es jetzt auch für mich. Ich habe mich dann auch dann wirklich dann hingesetzt und gesagt, okay, das war es jetzt für mich. Also ich investiere jetzt in der Situation, ich investiere jetzt dann nichts mehr in unsere Beziehung, in unsere Ehe. Das ist für mich der harte Cut. Sie ist ausgezogen. Du hast wahnsinnig, mir sogar deinen Ring zurückgegeben. Genau, ich habe den Ring zurückgegeben. Und in der Situation habe ich es dann tatsächlich dann auch so entschieden. Und es war also damals natürlich Welten zusammengebrochen. War eine richtig schwierige Zeit, wo mich tatsächlich dann aber auch, wo ich durch Gott und damals auch durch unseren Hauskreis, wo wir wirklich sehr einen intimen Hauskreis hatten, wo wir uns wirklich alles sagen konnten, wo wir auch offen damit umgehen konnten. Ne? Also ich habe damals in der Situation, wo ich gesagt habe, ist es Schluss und Anshana zieht aus, habe ich mich als erstes mit Leuten von unserem Hauskreis damals getroffen und habe denen gesagt, alleine. Ja, ich alleine, genau. Ich habe gesagt, so ist die Sache. Also so schaut's aus. Ja? Wir haben uns getrennt, sie ist fremdgegangen, sie ist ausgezogen. Und eben dieser Hauskreis und meine Beziehung zu Gott und mein Glaube haben mich da einfach ja, aufrechterhalten, sodass ich erstmal weiterleben konnte, mein Studium weiter durchziehen konnte. Und das hat mir so die Kraft gegeben. Und ich dann zu Gott gesagt habe, also pass auf, also ja, wir haben uns diesen Bund gegeben, aber ich bin an einem Punkt, ich komme jetzt persönlich, ich komme nicht mehr weiter. Für mich ist die Sache jetzt im Moment erledigt. Und wenn sich da noch was verändern soll, dann muss ich irgendwas radikal ändern. Und dann musst du eingreifen. Ich habe da jetzt keine Möglichkeiten mehr, da irgendwas zu bewegen oder irgendwas zu verändern. Sie haben jetzt ein paar Mal von Gott erzählt, ja, wie wichtig das für Sie war und dass Ihnen Ihr Glaube da auch geholfen hat. Die andere Frage, die sich für mich nochmal stellt, wenn man da so beim Zerbrechen einer Ehe ist, das Versprechen haben Sie sich ja selbst gegeben, aber Sie haben es auch vor Gott gegeben. Ja. Spielte das dann auch insofern eine Rolle, als dass Sie gesagt haben, Moment, wir haben das auch Gott versprochen oder also erstmal Sie, ich habe das nun auch Gott versprochen, da muss ich noch weiter dran festhalten. Oder als es nicht mehr ging, dass Sie gesagt haben, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen auch nur Gott gegenüber. Schlechtes Gewissen gegenüber Gott hatte ich, war jetzt nicht. Ja, genau. Wunderbar. Wunderbar. Aber ich habe das nur gerade überlegt, wie das so ist, wenn man in einer christlichen Ehe Gott da wirklich so eine große... Also, es ist jetzt nicht so, also man hat das schon im Hintergrund. Natürlich, ich habe vor Gott dieses Versprechen gegeben und damit diesen Bund mit ihr eingegangen in der Ehe. Aber nicht, dass jetzt aus diesem Grund ich deswegen ein schlechtes Gewissen habe, weil es bei uns nicht geklappt hat, dass ich ein schlechtes Gewissen Gott gegenüber hätte. Ja, großartig. Das ist auch nur unsere Erklärung. Kinder hatten Sie da noch nicht? Nein. Nee, Kinder hatten heute nicht. Haben Sie ja 6, ne? Ja. Genau. Wunderbar. Also seitdem ist manches passiert. Ja, einiges. So wie Sie heute hier auch sitzen. Das wäre schön, wenn wir das jetzt noch ein bisschen hören. Sie waren weg. Sie waren im Hauskreis damit beschäftigt, uns zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Hatten abgeschlossen. Wieso gab es einen Neuanfang? Wer hat sich bewegt? Wer hat zuerst gezuckt? Zuerst hat Gott gezuckt, ja, würde ich sagen. Also es war ja schon so, es war eine wirklich schwierige Zeit. In der Zeit habe ich viel Zeit auch mit Gott im Gebet und im Gespräch verbracht und hatte das ja abgegeben und habe so meinen Tagesablauf gehabt und hatte dann auch meine Zeit wieder zum Beten und hatte dann so den Eindruck, es könnte sein, also es kann sein, wenn deine Frau anruft, dann... und sie möchte zurück, dann sag ja. Das, was Sie gedacht haben oder das, was Sie empfunden haben? Das habe ich empfunden, dass Gott zuspricht. Genau, dass Gott mir das zuspricht, also im Gebet. Und in der Zeit, wo ich eben, ja genau. Und dann rief sie an? Einen Tag später hat sie angerufen. Oh. Hatten Sie auch irgendwie etwas im Kopf, was Ihnen gesagt hat? Ich hatte nichts im Kopf und alles im Kopf. Es war schrecklich. Es war das absolute Chaos in meinem Leben. Ich habe damals in einer anderen Stadt gearbeitet. Ich habe nicht mehr zu Hause gewohnt. Ich habe Anrufe bekommen von unserem Hauskreis eben, die mir helfen wollten, die dran geblieben sind, die immer wieder nachgefragt haben, wie es mir geht, oh, dass ich zurückkommen soll, ich soll nach Hause kommen. Und ich habe immer gedacht, ich kann das nicht, weil ich fühle mich wie innerlich tot und leer. Ich fühle mich auch nicht in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Ich hatte das Gefühl, ich habe mein Leben so in eine Sackgasse manövriert, ich komme da nicht mehr raus. Und es gibt auch einfach keinen Weg raus. Und ich weiß nicht, wie es irgendwie jemals weitergehen kann. Und es war das absolute Chaos, emotional und rundrum einfach. Und letzten Endes, von all seiner Seite wusste ich ja nichts. Wir hatten eigentlich keinen Kontakt zu dieser Zeit. Und ich war irgendwann so fertig, dass ich gedacht habe, ich muss,
ich muss noch mal nach Hause fahren, ich muss noch mal mit meinen Hauskreisleitern einfach sprechen. Und deswegen hatten Sie ihn angerufen? Dann. Genau, und deswegen, ich hatte auf der Arbeit einen Nervenzusammenbruch, ich bin total durchgedreht, ich konnte nur noch weinen, ich konnte gar nichts mehr machen, habe das Gefühl gehabt, ich muss einfach noch mal nach Hause. Vielleicht irgendwie gibt es doch einen Weg. Und habe dann angerufen eben und habe gemeint, ich komme noch mal nach Würzburg, ich möchte mit ihm sprechen. Und dabei hatte ich noch überhaupt keine Ahnung. Ich hatte keine Vorstellung davon. Das war kein Anruf, komm, wir wollen es noch mal probieren. Ich habe mich eingekriegt, ich sehe es ein, es ist ganz schlimm und es tut mir alles schrecklich leid. Lass es uns noch mal probieren. Es war einfach nur, ich habe keine Ahnung, es ist alles ein totales Chaos. Ich weiß nicht mehr weiter, aber irgendwie lass uns noch mal sprechen. Keine Ahnung, was dabei rauskommt letzten Endes, ob überhaupt irgendwas dabei rauskommt. Und das haben Sie dann auch getan, Sie haben gesprochen. Genau, das haben wir gemacht. Ja, das haben wir gemacht. Ja. So, und ja, und dann, also für Sie war es ja vielleicht ein bisschen, also natürlich noch stärker als bei den Malen zuvor, aber im Grunde waren Sie ja wieder in der Situation, wieder sagen zu müssen, also ein paar Mal ist das Vertrauen durchbrochen worden, aber ich traue dir noch mal. Oder war das anders dieses Mal? Es war anders. Es war ja viel, viel intensiver als die Male davor. Es war viel, viel ja, endgültiger von der Situation her. Und als wir uns zusammengesetzt haben, war das alles auch sehr, sehr nüchterner, distanzierter erstmal. Sich einfach erstmal zusammenzusprechen. Also wir haben uns ja dann erstmal getroffen, ohne konkret zu wissen, was folgt daraus. In welche Richtung geht das? Ne? Ja, geht es in die Richtung. Also es war jetzt ja gar nicht erstmal unser Ziel zu sagen, okay, jetzt machen wir da alles ganz, ja, sondern uns einfach zu treffen und ja. Ja, und dann, was dann letzten Endes tatsächlich dazu geführt hat, dass ich die Entscheidung getroffen habe, zurückzukommen, war, dass er mir genau das gesagt hat, was er vorhin auch gesagt hat, dass er im Gebet schon das Empfinden hatte, dass ich zurückkomme und dass er bereit ist, mich zurückzunehmen. So. Und dann saßen wir und haben gesprochen und irgendwann im Gespräch meinte er dann so, und wenn du willst, ich komme mit und ich hole dich nach Hause. Und das hat irgendwas ganz tief in mir bewegt. Das war zwar alles totales Chaos, aber irgendwie ist es wo durchgedrungen, wo ich gedacht habe, der Mann ist wahnsinnig. Der ist einfach verrückt. Wie kann der zu mir sagen, ich bin bereit, dich zurückzunehmen? Das war mir unvorstellbar, wie das möglich sein soll. Er hat damals auch gesagt, eigentlich, ne, du wolltest mich gern hassen, aber Gott hat dir so eine Liebe für mich gegeben. Und in dem Moment das zu hören, dass er sagt, wenn du möchtest, ich komme mit, wir holen deine Sachen, ich bringe dich zurück nach Hause. Nachvollziehbar, dass es natürlich auch heute noch spürbar so eine Art von Euphorie erstmal in dem Moment ausgelöst hat. Ja, mein Gott, also ich habe nochmal eine Chance oder Sie haben es auch geschafft zu sagen, oder Sie konnten sich auch sagen, oh, sie kommt doch nochmal zurück. Dann kommen ja wieder die Mühen des Alltags. Und was war da der Unterschied, dass es dann tatsächlich in eine andere Richtung geht? Das muss ich Sie ja vor allen Dingen dann fragen. Ich habe aufgegeben, komplett. Ich habe aufgegeben? Ich hatte mein ganzes Leben lang immer versucht, alles unter Kontrolle zu haben, mein Leben so zu gestalten, dass ich möglichst sicher bin, dass ich gut dastehe. Ja, ich habe angefangen, Karriere zu machen. Das war alles sehr wichtig, wie mal der Schein nach außen ist, wie ich dastehe vor anderen. Und ich habe gemerkt, ich kann das alles nicht so. Wie ich mich bemühe, so dazustehen, um möglichst geliebt zu werden von anderen, egal von wem, ob das von Arbeitskollegen, von wildfremden Menschen oder vielleicht auch bei meinem Mann habe ich es wohl nicht so gut probiert. Aber mein ganzes Leben habe ich versucht, ja, wirklich geliebt zu werden. Ich habe gemerkt, ich habe das nicht geschafft. Ich habe wirklich schlechte Entscheidungen getroffen und ich kann einfach nicht mehr. Und das war der Punkt wirklich, als ich zurückgekommen bin. Ich hatte das Gefühl, ich gebe mein Leben auf, mein altes Leben, wo ich selber Regie geführt habe, wo ich selber versucht habe, alles in der Hand zu halten. Und das war auch das, was wir die erste Zeit, als ich zurückgekommen bin, gemeinsam gebetet haben. Anhand dieser Bibelstelle, die uns damals sehr wichtig war, wo in Matthäus steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Und mir war so klar, ich kann kein gutes Leben führen aus meiner eigenen Kraft. Ich bin so innerlich kaputt, ich treffe so schlechte Entscheidungen für mich, für unsere Ehe, für meine Freunde, die ich damals auch sehr verletzt habe mit meinem Verhalten. Ich bin nicht fähig. Und dann konnten Sie abgeben, kam das zusammen, weil Sie gesagt haben, wie war das der Vers, war mit dem Trachten, ja, mit dem Trachten nach Gottes Reich. Übersetzt für Sie hieß das?
ich gebe mein Leben wirklich in Gottes Hände und ich bin bereit, dem zu folgen, was er uns zeigt. Das war dann auch das, was wir gemacht haben. Wir haben gesagt, okay, wir haben keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Wir hatten keine Vorstellung. Und das aber war das war das Schlüsselwort dann. Ja, das war für uns ganz klar dieses, wir wissen es nicht und wir können es nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen Gottes Hilfe. Wir schaffen das nicht alleine. Jetzt ist ja jede Beziehungsgeschichte, jede Ehe sehr individuell. Ja. Trotzdem wird es ja ein paar Dinge geben, wo Sie sagen, da ist etwas, das können wir auch anderen Leuten mitgeben, die uns jetzt hier zuhören, die möglicherweise in zumindest ähnlicher Situation sind. Was sind für Sie die Kernpunkte gewesen, die dazu geführt haben, dass Sie heute doch als oft glückliches, zufriedenes Vater, Mutter, Ehepaar hier sitzen mit 6 Kindern? Also einerseits ist es, also für mich einer der wichtigsten Punkte war einfach an diesem Glauben an Gott und an der Beziehung zu Gott dran zu bleiben. Und danach zu trachten, auch als erstes zu trachten, auch in unserer Ehe zu trachten, aber auch persönlich einfach diesen Ankerpunkt zu haben in unserem Leben. Das war einfach für uns wirklich so ein wichtiger Punkt. Oder auch gerade für mich, gerade in den schwierigen Zeiten und dann auch jetzt natürlich danach in der Ehe, wo wir gesagt haben, das ist unser Ankerpunkt, ja, wo wir unseren Halt haben. Den hatten Sie ja vorher auch schon. Den hatte ich vorher auch schon, ja. Der hat mir geholfen in dem Moment, hat mich da durch die Zeiten getragen, aber war vielleicht nicht so der ganz feste Ankerpunkt in dem Moment für meine Frau. Aber wir haben dann in dem Moment nochmal konkret wirklich als in dem Moment gesagt, okay, dieser Ankerpunkt, das ist jetzt unser gemeinsamer Ankerpunkt. Wir sind gemeinsam darin verankert, als Ehepaar und in unserem Bund eben mit Gott. Und ich glaube, das war einfach nochmal so dieser tiefe Punkt, wo wir gesagt haben und uns hingestellt haben, okay, wir stellen uns da einfach unter Gottes Hand. Sie haben jetzt wir gesagt, so war es für Sie, aber hat er da genau für Sie auch mitgesprochen? War das für Sie ähnlich? Ja. Ja, ist okay, hast du gut gesagt. Hast du gut gesagt. Alles richtig. Eins plus, okay. Ich bin immer noch dabei, das viele Misstrauen, was ich dann im Laufe der Zeit hier aufgebaut haben muss. Haben Sie ein Ritual gefunden, wie man dann vielleicht auch sagen kann, so, das ist jetzt Vergangenheit und wir fangen jetzt neu an? Haben Sie sich nochmal sozusagen neuen Versprechen gegeben? Oder, und wenn ja, hat das geholfen? Oder was würden Sie sagen, was geholfen hat, das auch nochmal so zu verankern? Also was ja tatsächlich das Wundervolle an unserer Geschichte ist, ist, dass Gott ein Wunder getan hat. Ein richtiges Wunder, weil eben dieses Vertrauen, das komplett zerstört war und das unter normalen Umständen, sage ich jetzt mal, einfach auch eine ganze Weile dauert, um das wieder herzustellen. Man braucht ein Fundament, man muss das wagen, sich wieder darauf einzulassen, zu vertrauen, sich verletzlich zu machen. Das kann oft dauern einfach. Das war mit dem Male, wo wir uns diese feste Entscheidung da damals noch mal getroffen haben, das war nicht mehr präsent für mich innerlich. Ich habe dieses Misstrauen war nicht mehr da. Also es war wie weggewischt. Und das ist dieses Wunder für uns, wo wir sagen, da hat Gott einfach was gemacht, weil diese Ängste nicht mehr da sind. Wir haben völlige Vergebung erfahren. Wir haben Vergebung erfahren, ich für meine Schuld, wir auch für unsere gemeinsame Schuld. Und wir haben sie uns gegenseitig auch gegeben, diese Vergebung. Und Gott hat damit wirklich die Vergangenheit gut gemacht. Das ist wirklich ein Punkt, wo wir sagen, das ist unsere Geschichte und das war schlimm, aber die hat keinerlei negative Auswirkungen mehr auf unsere Gegenwart. Es gibt nicht mehr dieses Misstrauen oder Schmerzen, die noch da sind. Gott hat es wirklich geheilt. Gott hat diese Schmerzen, dieses Vertrauensbruch, dieses gebrochene Herz, so, das wir beide hatten. Ja, ich habe es ihm zugefügt, ich hatte es schon vorher irgendwie, aber Gott hat es geheilt und das ist ein richtiges Wunder. Da ergänzt sich gar nichts mehr. Wunder ist das letzte Wort, was stehen bleiben soll. Ganz herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erfahrung mit uns geteilt haben. Das ist ja nicht immer einfach, das sind ja auch sehr intime Dinge. Aber daran konnte man zumindest für Sie erleben, wie Versöhnung wirkt und wie wichtig der Glaube im Leben eines Menschen sein kann, in diesem Fall von 2 Menschen. Alles Gute Ihnen für die weitere Zukunft. Danke. Liebe Zuschauer, Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.